Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen, die sich wieder für das Thema Kinderfüße und in dem Fall auch Kinderschuhe interessieren. Natürlich auch ein liebes Hallo an alle unsere Freunde des Schuhwidu YouTube-Kanals, die wir wieder für dieses Thema begrüßen dürfen. Dieses Mal geht es sozusagen um das Thema Oberleder, Leder im Großen und Ganzen und alles, was man sozusagen für die Kinderschuhe mitverwenden kann. Wen es interessiert, der bleibt einfach dran. Ich würde mich freuen, dann bis gleich. Hallo, da bin ich wieder. Und auch diesmal machen wir gleich weiter. Das heißt also, ich möchte euch die große Vielfalt der Lederschuhe oder des Leders mal bei den Kinderschuhen nahebringen, die Vor- und Nachteile so ein bisschen aufzeigen und vielleicht, ich sag mal, nimmt der eine oder andere sogar noch den Nutzen, den Tipp für sich mit heraus, wo man sagt, jawohl, ich kaufe bevorzugt jetzt das Leder oder ich nehme bevorzugt dieses, eben gerade aus solchen genannten Gründen. Das Leder an sich ist ja ein wunderbarer Werkstoff, vor allen Dingen, weil er eben halt ein natürlichen Ursprungs ist und hat damit natürlich eine Feuchtigkeitsaufnahme, die momentan ja noch seinesgleichen sucht. Hier muss man immer unbedingt feststellen, dass also kein Tier dieser Welt extra wegen Schuhe sein Leben gelassen hat, sondern das jeweils immer verwendete Leder ist ein Endprodukt oder sagen wir ein Restprodukt sozusagen in der großen Nahrungsmittelkette der Menschheit. Das heißt, also es war ja immer schon darauf ausgelegt, wenn man also ein Tier erlegt hat, dass Materialien und Werkstoffe, soweit es ging, also verwendet worden sind. Und so ist es auch hier. Das heißt also, das Leder wird also verwendet, weil das Fleisch dafür für die Nahrung des Menschen herhalten musste. Und das Schöne ist, Leder gibt es ja in so facettenreichen Arten. Das heißt also, wir haben zum einen die große Kategorie der Glattleder. Wir haben die sogenannte große Kategorie der Rauleder. Dann kommt natürlich auch noch die synthetischen Leder, kommen dann auch noch mit dazu. Was wäre jetzt der Vorteil, wenn ich überhaupt Lederschuhe nehme? Ich erwähnte es ja schon anfangs, diese wunderbare Eigenschaft, Feuchtigkeit aufzunehmen und Feuchtigkeit auch wieder abzugeben. Das passiert natürlich oder geschieht natürlich nur, wenn ein Schuh, wenn also die tierische Haut demzufolge dem vorgerichtet wurde. Das heißt also, durch Gerbung macht man sie haltbar und natürlich auch in der Lage, dass sie nicht verdirbt und trotzdem Feuchtigkeit verarbeiten kann. Und da haben wir hier, ich sage mal immer wieder, die schöne große Palette der Farben, des breiten Spektrums, was man damit alles erreichen kann, aus einem Material, aus einem Ausgangsmaterial. Das heißt, wir haben also auch die wunderschöne Art, wunderschöne leuchtende Farben bei Glattleder. Das kann zum einen mal ein bisschen strukturierter sein, so wie es hier ist. Man sieht so, glaube ich, auch noch mal unten drunter so ein bisschen die ursprüngliche Narbung, also dieses normale, diese Maserung der Haut sieht man dann hier durch. Dann habe ich hier zum Beispiel ein ganz, ganz feinporiges, narbiges Leder, sehr fein. Der Fachmann wird es vielleicht als Schaf- oder Ziegenleder erkennen, was hier also mit verwendet wird. Und damit habe ich natürlich Strukturen und auch eine Weichheit, die wirklich, eine Anschmiegsamkeit, die wirklich manchmal seinesgleichen sucht. Ich finde es ja immer wieder toll, wie schön man das Leder sozusagen herrichten und verarbeiten kann, dass letztendlich so ein wunderschönes Produkt wie dieses hier dann bei uns im Laden steht. Natürlich ist ein Schuh desto wertiger, wenn ich also nicht nur ein Oberleder habe, sondern gleichzeitig noch ein wertiges Lederfutter. Und natürlich auch, wenn es dadurch natürlich je hochwertiger, desto preislich intensiver ist natürlich dann auch der Schuh. Ein angeschliffenes Material wäre zum Beispiel jetzt hier, oder gehört auch mit zur Sorte der Raulederschuhe, ist aber dieses Nubukleder und das ist nichts anderes wie das Glattleder, nur da wurde eben halt sozusagen die Oberfläche angeschliffen. Damit habe ich so ein bisschen diesen Pfirsichhauteffekt, ja, ist nicht so grob strukturiert zum Beispiel wie ein Velourleder, da sind die Strukturen faseriger und struppiger, sage ich jetzt mal ein bisschen. Und hier habe ich so diese feine, etwas matte, elegante Variante.
So, hier kommen wir jetzt zum Velourleder. Das ist dann die Fleischseite des Obermaterials Leder. Das heißt, es handelt sich hier in jedem Fall um ein Spaltprodukt. Das heißt also, die Lederhaut wurde der Länge nach gespalten. Dann habe ich oben die sogenannte Narbenseite für diese Varianten. Und unten drunter kommt sozusagen diese Fleischseite zur Verwendung. Die wird ja nicht weggeschmissen. So, also auch hier ein sehr faseriges, ein bisschen struppiges Material, was immer ein bisschen sportlich ausschaut. Aber um zum Beispiel Kontraste zu erreichen in Verbindung mit einem Glattleder, macht sich das eben halt immer wunderbar. Auch hier wieder diese matte Optik, schöne Farbbrillanz und auch natürlich eine Verwendbarkeit im sportlichen wie auch im eleganten Bereich. So. Dann haben wir natürlich auch nochmal die synthetischen glatten Materialien, die jetzt bei uns, ich sage mal hauptsächlich eigentlich nur bei Sneakern oder so, Verwendung finden, weil Schuhe aus synthetischen Materialien führe ich soweit nicht. Hat was auch damit zu tun, dass eben halt diese Materialien nur bedingt belastbar sind, auch im Sinne jetzt, ich sag mal, von äußeren Einwirkungen und natürlich, was natürlich das meiste immer so strapaziert, ist halt die Fußfeuchtigkeit und damit bedeutet das natürlich auch hier, je mehr Synthetik an einem Schuh ist, desto geruchsintensiver sind mitunter diese Modelle. Dennoch, im Punkto von Pflegeleichtigkeit, Leichtigkeit, muss ich immer sagen, führt an diesen Modellen immer keinen Weg vorbei. Und werden bestimmt gerade in den wärmeren oder milderen Temperaturen, Jahreszeiten sehr gerne als Alternative zum normalen Lederschuh getragen. Was habe ich jetzt von diesen Materialien zu erwarten? Ich würde es gleich einfach mal wieder sagen, das Glattleder hat natürlich den Vorteil, das kann ich einfach mal optisch schnell reinigen. Das heißt, weicher Lappen, Bürste, wie auch immer, vielleicht noch mit einem Pflegeschaum, dass ich das Leder sozusagen gleich nochmal mit ein bisschen Pflegestoffe versorge. Das macht den Lederschuh so abwechslungsreich. Nachteil ist leider bei diesem Modell, muss ich immer wieder sagen, und auch unsere Kundschaft wird immer darauf hingewiesen, dass bei Glattleder natürlich schneller Kratzer oder sowas sichtbar sind. Weil eben halt Kratzer sozusagen eine Beschädigung der Lederstruktur darstellen und die kann ich mit nichts kaschieren. Ich kann sie vielleicht ein bisschen verdecken, wenn ich sehr klassische Farben habe, wie ein klassisches Rot, ein klassisches schönes Dunkelblau. Dann gibt es auch dementsprechende Pflegemittel, wie zum Beispiel eine schöne Schuhcreme dazu. Und damit kann ich das überdecken. Habe ich jetzt solche modischen Farben hier, wie ein Pink oder ein Türkis, werden Pflegemittel in der passenden Farbe nur bedingt möglich oder überhaupt käuflich sein, weil die meisten Lieferanten von Pflegemitteln sich auf farblose Produkte eingeschossen haben. Das bedeutet einfach zu viel Ressourcenverschwendung für viele, weil es auch nicht gekauft wird. Ja? Auch selbst bei uns im Geschäft geht es farblose Allrounder Pflegemittel als Schaum geht also besser als die passende farbliche Schuhcreme. So, und dann haben wir die Rauleder. Muss ich immer wieder sagen, diese Punkten in bei mir sozusagen mit dieser unzerstörbaren Struktur, kann man schon so sagen, jawohl, weil also hier Kratzer sehe ich bei einem solchen Schuh nicht. Was ich natürlich habe, ich habe eine gewisse Empfindlichkeit gegenüber Staub und Schmutz. Wie gesagt, kann ich beim Glattleder einfach abwischen oder abbürsten. Geht hier meistens nicht so schnell. Hier ist der Bürstaufwand etwas intensiver. Aber auf der anderen Seite, wenn ich den richtig reinige, kann ich den Schuh wieder optisch besser herstellen als ein Glattlederschuh. Also im Sinne von Wertigkeit und Gebrauchsfähigkeit, muss ich sagen, punktet bei mir das Nubukleder immer mehr. Auch das Velourleder, wenn ich das also richtig herrichte und pflege und behandle, kann ich also den optischen Originalzustand immer eher wiederherstellen als beim Glattleder. Hinzu kommt natürlich insbesondere beim Nubukleder, deswegen ist es so mein heimlicher Favorit, ja, durch diese angeschliffene Struktur des Leders habe ich nochmal eine unbedingte Weichheit und Geschmeidigkeit in der Struktur selbst. Wo ich immer sage, sowas Weiches, sowas Softes bekommt man sonst kaum. Nun fragen sich natürlich auch viele Eltern, weil es ja auch zu kaufen gibt,
Wie verhält es sich dann mit solchen Schuhen, die eine Perforation aufweisen? Hier lohnt es sich also immer, einen Blick in das Innere des Schuhs zu werfen. Und wenn zum Beispiel Schuhe so wie diese auch ein durchgängiges Lederfutter haben, ist natürlich diese Perforation nur Show. Dann suggeriert es mir einen luftigeren Schuh, was es aber nicht ist. Also dieser Schuh ist genauso für die Übergangszeit oder für eine gewisse Temperaturspanne geeignet, aber nicht unbedingt der hochsommerliche Schuh. So, but last and not least haben wir bei den Lederschuhen auch natürlich bedruckte Schuhe mit dabei. Und hier muss ich es allerdings sagen, das ist dann in allermeisten Fällen eine Folierung, ein Druck, der also sozusagen fest mit dem Obermaterial verbunden ist. Und auch hier muss ich leider sagen, ähnlich wie beim Glattleder, Beschädigungen sind hier natürlich sichtbar. Vorteil ist natürlich hier habe ich eine tolle Optik. Ha, spricht natürlich die Jungs, ich sag mal von 3 bis 8 auf jeden Fall an. Wer steht da nicht auf Baufahrzeuge? Und hat natürlich einen super coolen optischen Effekt. Ansonsten, auch hier wieder, kann ich nichts Negatives über das Modell sagen. Pflegeleichtigkeit, bedingte Optik über einen längeren Zeitraum schließt sich von vornherein mit ein. Und ansonsten denke ich mal auch, ein Schuh, mit dem wir sozusagen kleine Jungs Augen zum Leuchten bringen, das hat er schon mal hier richtig, der Lieferant, erkannt. Also auch hier gilt wieder, was will ich, was brauche ich? Was möchte ich gerne? Wie viel Aufwand möchte ich jetzt bei der Reinigung und bei der Pflege sozusagen betreiben? Generell lohnt es sich, jeden Schuh zu pflegen. Auch dazu haben wir dann schon mal ein Video mit eingestellt, weil es sind auch Kinderschuhe wert, gepflegt zu werden. Auch wenn die Tragezeit ja immer nur ein gewisses Quantum hat, also eine gewisse Begrenzbarkeit, aber alleine schon mal der Wiederverkaufswert, wer das also tut, wird also merken, ist bei optisch hergerichteten Schuhen immer höher, als wenn ich die ungepflegt sozusagen einstelle. In diesem Sinne würde ich mich wieder freuen, euch beim nächsten Thema begrüßen zu dürfen. Einen lieben Gruß an unsere Abonnenten. Und wie gesagt, wer weiter auf dem Laufenden sein will, der sollte uns bitte abonnieren. In diesem Falle gerne bis zum nächsten Mal. Bis dahin.